Digitalisierung. Seit Monaten reden wir hauptsächlich über Digitalisierung. Dabei wird ein Begriff immer stärker in den Hintergrund gedrängt. Innovation. Und Innovation ist eigentlich der Schlüsselbegriff. Denn ohne Innovation hätte es überhaupt keine Digitalisierung gegeben. Auf Einladung von APA und Stereo Digital One widmen wir uns bei den heutigen Digital Business Trends genau dieser Frage. Innovation im Unternehmen und was kann Digitalisierung dafür tun? Es gibt wunderbare Beispiele international, wie man Unternehmen helfen kann, nachhaltig, erfolgreich am Markt zu agieren durch Innovation. Diese Beispiele kommen in erster Linie aus den USA, das heißt große Unternehmen wie Amazon, wie Google, aber auch wie Microsoft und andere machen uns das vor. Das sind Methoden wie Business Sprints, Design Thinking, Ideation, also alles amerikanische Schlagworte, hier in Europa noch zu wenig eingesetzt. Sieht man auch daran, dass Unternehmen, die solche Innovationsmethoden einsetzen, tatsächlich mit neuen Businessmodellen auf den Markt treten. Beispiele dafür kommen aus USA, Airbnb, Uber und viele andere. Ganz wesentlicher Punkt, um Innovation in Unternehmen voranzutreiben, ist, dass Digitalisierung in Unternehmen Einkehr hält. Und zwar nicht nur die reine Digitalisierung der Daten, der Dokumente, sondern insbesondere auch die Digitalisierung von Abläufen, von Prozessen. Und das ist die Basis dafür, dass man sich einfach gedanklich auch auf eine neue Ebene bewegt, um wirklich auch Abläufe, die dann über die Unternehmensgrenzen hinausgehen, zum Beispiel zu meinen Kunden, zu meinen Lieferanten, dann in dieses Mindset für Digitalisierung im Unternehmen wird. Die Innovationskraft eines Unternehmens ist entscheidend für dessen Erfolg. Mittlerweile entsteht Innovation auch an Orten, an denen man sie nicht sofort vermuten würde. Innovation in Unternehmen entsteht heutzutage vielfach über die Digitalisierung. Ich bin aber der Meinung, dass die Digitalisierung an sich nicht der Innovationstreiber ist, sondern sowohl in großen als auch in kleinen Unternehmen sind es die Menschen, die die Innovation vorantreiben müssen. Und es ist ein Trugschluss, dass die kleinen Unternehmen mehr Innovation erschaffen, weil es vor allem die Großen sind, die dann die Innovationen auch finanzieren können. Der Kunde hat in den letzten Jahrzehnten bedarfsorientiert gekauft. Ein Konto, eine Versicherung, ein Mobilfunktarif, das beste Offer wurde genommen. Morgen wird der Kunde convenience-orientiert kaufen. Das bedeutet, orientiert nach dem eigenen Wohlbefinden. Ein individuelles Versicherungspaket, ein individuell konstruierter Mobilfunktarif, das ist es, was der Kunde morgen nehmen wird. Neue Produkte zu entwickeln oder gar sich selbst neu zu erfinden, ist für Unternehmen eine Frage des Überlebens. Denn auch in der Wirtschaft gilt das Prinzip Survival of the Fittest. Wer sich am besten an neue Trends anpasst und Veränderungen lebt, gewinnt. Das Smart Home wird sicherlich den Energiemarkt sehr stark verändern. Es ist einfach ein Ausfluss auch der Digitalisierung. Es werden sich Rollen verändern. Es ist nicht mehr so klar, hier ist ein Kraftwerk und da ist eine Energieversorgung und da sind die Kunden, sondern es wird viele Kunden geben, die ihren Strom selbst erzeugen. Sie werden manchmal mehr Energie erzeugen, als sie brauchen, ins Netz einspeisen. Manchmal werden sie weniger Energie erzeugen, als sie brauchen. Da werden sie Strom aus dem Netz beziehen. Es kommt zu einer Rollenveränderung. Es gibt nicht mehr den klassischen Kunden und den klassischen Produzenten, sondern es wird ein Miteinander von Energieversorgern und Kunden werden. Um aus Ideen gute Produkte oder Services zu entwickeln, braucht man mehrere Facetten oder mehrere Punkte. Zu einem braucht man einen strukturierten Prozess, der die Definition ganz stark kommuniziert und transparent nach außen in Richtung Mitarbeiter und in Richtung Kunden erklärt. Man braucht aber auch ein Team, das engagiert ist und das vor allem divers ist, das es auch umsetzen kann. Wenn man dazu noch schaut, dass unter diesen diversen Personen auch noch Entrepreneure sind, sprich auch noch Personen mit Unternehmergeist, dann hat man eine gute Basis, um aus Ideen Services zu entwickeln. Die Informationstechnologie in den Unternehmen hat sich signifikant weiterentwickelt. Zuerst hatte man Rechner und die haben gerechnet. Die IT hat das Geschäft unterstützt. Im nächsten Schritt wurde die IT zum Enabler. Wir haben durch das Web die Möglichkeiten von Online-Shops, die erst Geschäfte ermöglichen. Heute sehen wir aber Applikationen, die viel weiter gehen. Hier werden Entscheidungshilfen geboten oder die Applikationen treffen die Entscheidungen selbst. IT runs the business in diesem Fall. In einem letzten Schritt, vor dem wir nun stehen, wird die IT zum Geschäft selbst. Informatikkonzerne gehen her und bauen Autos. Und wenn man sie lässt, übernehmen sie vielleicht auch Finanzdienstleistungen.
Digitale Technologien bieten die Möglichkeit, Produktions- und Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten, sowie neue Ideen, Produkte und Geschäftsmodelle zu entwickeln. Der wichtigste Faktor für Innovation in Unternehmen bleibt aber auch in Zukunft unverändert: der Mensch. Ich finde, es gibt einige innovative Unternehmen in Österreich und ich glaube, wir sollten auch stolz darauf sein, dass das in Österreich möglich ist und sollten auch vermehrt den Augenmerk darauf legen, dass sogar etablierte Unternehmen in Österreich das auch können. Es ist eine Frage des Mindsets und der Unternehmenskultur, auch das haben wir heute Abend gehört und das muss noch stärker gefördert werden. Innovation findet bei uns vor allem statt intern, das heißt, dass wenn Schäden kommen, wenn Meldungen kommen, dass die schneller durch die Abteilungen gehen und diese digital von einem zur nächsten Person weitergetragen werden? Also für mich sind Unternehmen innovativ, die wirklich Probleme aus dem Alltag lösen. Im Moment recht aktuell ist eine Bohrfirma, die versucht, Autos unter der Erde durch Tunnel zu schleusen. Und das ist für mich recht innovativ, weil verschiedene Ideen zusammenkommen und das Potenzial hat, wirklich Probleme, zum Beispiel Verkehr und so weiter, zu lösen.